Willkommen bei Exklusiv und es wird bald explosiv, denn in 10 Minuten erfahren wir, was Kanzler Nehammer vorhat als Reaktion auf den Affront durch Leonore Gewessler. Bei mir weiter im Studio Österreicher Ausgeber Wolfgang Fellner und Gerhard Gross. Ja, wir sind schon zugeschaltet in ein Büro, wo das dann offenbar stattfindet, in einem Zoom-Meeting. Kann man nur hoffen, dass das auch funktioniert. Wir haben schon Kanzler-Zoom-Meetings erlebt, die nicht funktioniert haben. Also schauen wir, dass das heute gekonnt und technisch perfekt über die Bühne geht. Alle warten drauf, extrem lange Liste der Teilnehmer, hoffentlich sprengen die nicht das Zoom-Meeting. So, und jetzt warten wir drauf, dass A, der Kanzler erscheint und B, das Zoom aufgeht. Der Gerhard Gross ist bei uns, ich behaupte mal, dem Nehammer ist gar nichts anderes übergeblieben, als seinen Piola-Fallrückzieher zu machen, um in der Fußballersprache zu bleiben, weil hätte er das nicht gemacht, wäre er mit dieser Regierung krachend gescheitert und wäre nicht mehr Kanzler gewesen. Weil zu glauben, dass er mit Kicke oder mit der SPÖ jetzt weiter regieren hätte können, das kann er ja vergessen. Was heißt, das wäre ja nie in Frage gekommen. Oder hätte der Kickl jetzt ihm die Mauer gemacht und noch ein paar Gesetze beschlossen? Deine Bemerkung, er wäre krachend gescheitert, ist insofern falsch, weil er ist krachend gescheitert. Also von wäre gar kein Red mehr. Er ist bereits krachend gescheitert. Wenn wir 4,5 Jahre zurückblicken, seiner Kanzlerschaft und seiner Innenministertätigkeit, ist er gescheitert. So, jetzt haben wir in Wahrheit den Wahltermin. Jetzt reden wir über die nächsten 3 Monate. Wir haben den 29. September, wir haben in Wahrheit den Wahltag. Der Hauptausschuss und der Nationalrat werden ihn beschließen, so oder so. Die Periode ist zu Ende. Du brauchst auch keine Expertenregierung mehr einsetzen. Der Kanzler hätte heute als Konsequenz auf den Verfassungsbruch der Frau Edtstadler einfach die Frau Edtstadler beim Bundespräsidenten abberufen lassen können. Die Frau Gewessler. Und eine neue Umweltministerin installieren können. So einfach wäre das hätte gewesen. Hätte nie funktioniert, für die nächsten Grünen 3 Monate. Dann sofort aus der Regierung ausgetreten wäre. Ja gut, dann hätte die dann ÖVP nachbesetzt. Wäre die Regierung geplatzt. Warum? Na, weil er hat ja keine Mehrheit mehr, um nachbesetzen zu können. Ja, nur mit Verlaub gesagt. Keine Mehrheit. Nur mit Verlaub gesagt. Das heißt, es wäre dasselbe passiert wie bei Sebastian Kurz. Er wäre mit Schimpf und Schande hinausgejagt worden. Wir erinnern uns an das legendäre Bild, wo der Kurz den Abgeordneten zugewinkt hat, als er sich verabschieden musste nach dem Misstrauensvotum. Beim Kurz. Und genau das wäre Nehammer. Nein, weißt du warum? Weil beim Kurz hätte die Periode ja noch länger gedauert, wie wir wissen, bis zur Neuwahl. Jetzt haben wir ja reguläre Wahlen in 3 Monaten. Der Bundespräsident, die Grünen wären erstens nicht aus der Regierung ausgestiegen und selbst wenn, hätte die ÖVP die Regierungsmitglieder nachbesetzen können. Denn es geht jetzt über den Sommer nur mehr um die Verwaltung der Bundesministerien um 3 Monate. Und ich sage, du irrst dich, wir sind ja nie einer Meinung, aber in dem Fall bist du fachlich frisch informiert. Denn es wäre natürlich so gewesen, dass Nehammer ohne Grüne nicht mehr weiter regieren hätte können. Es wäre ausgewiesen. Rien ne va plus. Und der Herr Bundespräsident hätte eine Expertenregierung einsetzen müssen. Denn es geht ja, und da bist du ja Profi genug, um das zu wissen, nicht nur um die verbleibenden 2,5 bis 3 Monate. Sondern um die 3 Monate noch bis zur nächsten Regierung. Das heißt 3 Monate, es können 5 Monate, es können 6 Monate sein, bis sich da wieder Wolfgang eine Regierung findet. Das heißt, die Expertenregierung wäre wahrscheinlich genauso lange im Amt gewesen wie die Regierung Bierlein. Wolfgang, die Regierung Bierlein war 1 Jahr im Amt. Jetzt geht es um 3 Monate bis zur Wahl und 3 Monate bis zur Regierungsbildung. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es sind keine Regierungsvorhaben mehr in der Pipeline. Es ist vorbei. Der Nationalrat, schau, es ist ein einfacher Ablauf. Der Nationalrat löst sich im Juli auf. So, dann geht der Nationalrat in eine 2-monatige Sommerpause. Ja. Und der Nationalrat, der alte Nationalrat, erwacht dann aus der Sommerpause nicht mehr, sondern es gibt am 29. Neuwahlen. Bis sich der neue Nationalrat konstituiert hat, ist irgendwann 25., 26. Oktober. So rund um den Staatsfeiertag. So, also, das heißt, die nächsten 4 Monate, mit Verlaub gesagt, über den Sommer bis in den Herbst hinein, gibt es keine Parlamentssitzung mehr, die nur irgendein Regierungsstück, eine Regierungsvorlage beschließen könnte. Die Regierung ist bereits am Ende, falls ich dich daran erinnern darf. Das Regierungsprogramm ist fertig. Mhm. Bitte. Ich lese jetzt gerade bei den Push-Nachrichten, dass eben die FPÖ die Absetzung oder das fordert, dass Leonore Gewessler ausgeschmissen wird. Richtig. Das fordert sie von Nehammer, falls nicht, wird es einen Misstrauensantrag geben. Gescheit. Ja, die FPÖ macht jetzt das einzig Richtige. Achtung, jetzt höre ich einmal zu. Jetzt passiert Folgendes. Die FPÖ macht das einzig Richtige. Sie
gibt sich regierungstreu. Kickl hat ja einst einmal gesagt, das Recht muss der Politik folgen. Das haben wir jetzt mit der Frau Gewessler, die im Übrigen gleich das ganze Recht ohne Nationalrat beugt. Herbert Schmeckicke. So, ja, jetzt kommt der daher. Und was passiert jetzt? Jetzt wirst du in der ÖVP. Jetzt wirst du in der ÖVP. Jetzt wirst du in der ÖVP einen Nationalratsclub haben vom Herrn Gust Wöginger, ja, der alle Hände voll zu tun hat, damit nicht die ÖVP-Mandatare, möglicherweise beantragt die FPÖ noch eine geheime Abstimmung des Misstrauensantrags, dass die nicht die eigenen ÖVP-Mandatare mit der FPÖ mitgehen und die Gewessler zum Teufel jagen. Denn das, was der Nehammer jetzt gerade macht, ist ein Affront gegenüber der eigenen Basis. Die eigene Basis fordert seit 24 Stunden, Recht muss Recht bleiben, auch für die Frau Gewessler. Die Frau Gewessler hat zu gehen. Was macht der Kanzler? Nur damit er noch 3 Monate über den Sommer kassieren kann am Wörthersee, sagt er, komm, Eleonore, war eh nicht so gemeint. Ja, komm an meine Brust, ob kriegst du eine Anzeige. Ich behaupte, mein liebes Zuckerkoscherl, es geht ja nicht darum, dass der Kanzler 3 Monate kassiert, das tut er sowieso, sondern es geht ja darum, dass er nicht 3 Monate nicht mehr Kanzler sein will. Darum geht es ja. Der würde abgesetzt werden. Also noch kann schöner. Nicht weiterregieren. Wunderbar. Nein, noch schöner. Also der Kanzler nimmt einen Verfassungsbruch in Kauf, nur damit der Kanzler bleiben darf. Okay. Na, damit ist aber eindeutig belegt. Damit unser Land gerettet. Wir müssen das Land vor der Regierung retten. Nicht die Regierung ist der Retter. So, also gehen wir davon aus, es haben sich am Ministerratstisch sitzen 2 Verfassungsbrecher. Die Österreichische Volkspartei, die bei jeder Gelegenheit die Verfassung gebrochen hat, sprich in Pflicht, Verfassung. Verfassungsgerichtshof und die Grünen, Verfassungsbrecher. Also haben wir jetzt nicht nur eine Regierung der Lügner, sondern auch eine Regierung der Verfassungsbrecher. Die Frage ist tatsächlich, warum schmeißt er sie nicht raus? Warum tut er das nicht? Weil dann die Grünen sofort die Koalition beenden und an dem Tag ist eine Geschichte. Ja, aber ist es nicht besser, sein Gesicht zu wahren? Wir haben eine Geschichte, nein, aber es will keiner sein Gesicht wahren und nachher tot sein. Also lieber kein Gesicht. Manchmal ist es besser, tot zu sein. Also ich sage dir eines, weißt du, was Sebastian Kurz in der Gelegenheit gemacht hat? Er hat verstanden, der hat allerdings gewusst, dass er wiedergewählt wird. Das ist beim Karl Nehammer nicht der Fall. Also er hat, das ist das Hauptproblem. Er hat verstanden, dass das ein schwerer Fehler war, was er und die Landeshauptleute im ersten Überschwang der Gefühle gemacht haben. Die haben tatsächlich geglaubt, sie hauen die Gewessler aus und beenden die Koalition. Und dann sind sie draufgekommen, wenn sie das machen, dann sind sie weg vom Fenster, und zwar komplett. Weil dann gehen die Grünen aus der Koalition raus, dann gibt es einen Misstrauensantrag gegen den Kanzler, der geht mit großer Mehrheit, nämlich auch mit den Stimmen der Grünen durch, und das war's dann. Und dann kann Karl Nehammer vom Schrebergarten aus oder vom Zaus aus oder was immer er das dann macht, sich diesen Wahlkampf ansehen und vielleicht auch noch mitmischen. Kanzler ist er dann nicht mehr. Und das hat er jetzt überrissen. Und deshalb hat er verstanden, dass er diese Nummer nicht spielen kann, weil das ein sogenannter Selbstläger werden würde. Wenn er heute diese Regierung beendet, ist er das wahre Opfer. Das hat er mittlerweile verstanden. Das hat er auch den Landeshauptleuten bereits vermittelt, weil von denen will plötzlich keiner mehr reden. Selbst der Wolfgang Rosam will kein Interview mehr geben, weil er auch schon verstanden hat, dass das alles in Richtung sozusagen, wir retten unseren Sessel. Aber darf ich dir sagen, was das für ein Bild gibt? Einer zutiefst gedemütigten, genau, einer zutiefst willenlosen, einer zutiefst feigen ÖVP, die nicht einmal mehr ihre Kernwählerklientel, die Bauern, die Forstwirte, beschützen kann. Ja. Jetzt frage ich dich am Ende, welcher Wöller bleibt für die ÖVP nur über? Der Bauernbund ist jetzt weg. Der ist weg. So, also, gerettet hat, ja. So, also die oststeirischen Bauern aber sagen adieu. Jetzt muss ich deinen Redefluss ein bisschen bremsen, weil jetzt haben wir nur mehr 2 Minuten. Und die spannende Frage, meine Damen und Herren, wird ja werden, wie erklärt uns Karl Nehammer jetzt die Lage? Und zwar seine Lage, seine äußerst prekäre Lage ohne Unterhose. Und wie erklärt er uns die Lage von der Frau Gewessler, die in seinen Augen eine Rechtsbrecherin ist? Und wie erklärt er uns, dass trotzdem weiter regiert wird und er kein Feigling ist, sondern immer nur das Gute für diese Republik im Auge hat, wie wir alle wissen. So, und auf diese Erklärung bin ich sehr gespannt. 1,5 Minuten noch, nachdem das jetzt ein Zoom-Meeting ist, müsste es eigentlich pünktlich aufgehen. Punkt 17 Uhr. Das heißt, der liebe Charlie hat uns wieder mal alle am Schmäh gehalten. Zuerst hat er es auf 16.30 Uhr vorverlegt, wusste, dann sind alle Fernsehstationen on air,
Ja? Nur da der Charlie ist nicht on air, weil der bereitet sein Statement vor. Wolfgang, da wird jetzt auch von manchen Medien gemutmaßt, weil der ORF jetzt sein Programm geändert hat aufgrund des Statements, dass tatsächlich mehr dahinter stecken könnte. Nein, es steckt nicht mehr dahinter. Wir wissen das schon. Da steckt nicht mehr dahinter. Der ORF hat sein Programm geändert, um das zu übertragen und nicht von der ÖVP verprügelt zu werden, weil er es nicht übertragt. Wobei, ich weiß nicht, ob er dem Nehammer was Gutes tut, weil er das Statement übertragen kann. Ich glaube, es ist besser, wenn man den Nehammer die nächsten 3 Monate einfach gar nicht mehr zeigt bis zum Wahlkampf. Werden wir sehen. Vielleicht die einzige Chance. Eigentlich ist ja der Wolfgang Rosam angetreten, um ihn in einen glorreichen, offensiven Wahlkampf zu führen. Nur der Rosam ist heute ein bisschen Schmähstart, weil der ist jetzt da am linken Fuß oder am rechten Fuß erwischt worden. Auch der Schinkels will nichts mehr sagen, der ja heute auch aufgetreten ist. Das heißt, alle Nehammer-Fans sind jetzt eigentlich entsetzt, muss man sagen, nach dem, was da rausgekommen ist. Zuerst groß angegast und dann Vollbremsung und jetzt Vollgas rückwärts. Und dann muss man aufpassen, dass er nicht irgendwo gegen eine Mauer duscht und dann Totalschaden produziert. So stellt sich jetzt dar. Und deshalb wird dieses Statement, das jetzt beginnen sollte, so extrem spannend werden. Denn wir schauen uns jetzt an, wie Karl Nehammer seinen Salto Mortale rückwärts produziert, Doppelsalto, Dreifachsalto, keine Ahnung, was jetzt da auf uns zukommt. Ja, und wie er uns das erklärt, dass A, die Frau Gewessler eine Gesetzesbrecherin ist, dass B, er jetzt mit diesem Brief oder Mail an den Ratspräsidenten das Renaturierungsgesetz im Alleingang stoppen will, da bin ich sehr gespannt. Alle sagen, das ist eine Bananenrepublik Österreich, wenn die nicht einmal ihre Regierung im Griff haben. Und wie, warum er trotzdem weder die Frau Gewessler entlassen will, wie das der Gerald Groß und die FPÖ gern hätten, noch die Regierung auflösen will, wie das auch der Gerald Groß gern hätte. Meine These wird er dort nicht vortragen, nämlich dass er dann keine Unterhose mehr anhätte und ein Kaiser ohne Kleider ist, nicht einmal mehr ein Kaiser, nicht einmal mehr ein Kanzler, sondern nichts in Wahrheit mehr. Und also das wird logischerweise nicht sagen, sondern er wird sagen, ja, im Sinne unseres Landes muss weitergearbeitet werden. Es sind noch so viele Projekte in der Pipeline, so viele gute Dinge kommen auf Österreich noch zu bis zum 29. September. So, und jetzt sollte eigentlich schön langsam aufdrehen sein Zoom, der liebe Kanzler. Wir warten alle Fernsehstationen warten. Alle Medien warten, da sind mittlerweile mehr als 30 Leute auf diesem Zoom drauf, 30 Medien auf diesem Zoom drauf, auch internationale mittlerweile. Also wäre ganz nett, wenn der Kanzler jetzt halbwegs pünktlich wäre. Es ist 17.02 Uhr, nach wie vor ist von Kali nichts zu sehen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, es hat ihn nicht der Mut verlassen und ich hoffe, er hat im Kopf, dass er nach Düsseldorf muss und dass es dort um 21 Uhr losgeht. Und wenn es so weitergeht, versäumt er den Matchbeginn auch noch, dann hat er einen Katastrophentag. Was aber vielleicht für die österreichische Mannschaft eh besser wäre, wenn der glücklose Karl Schmähhammer nicht dabei wäre. Naja, vielleicht hat er beim Fußball ein Glück, vielleicht bringt er uns ja Glück. Ich glaube, er rechnet ja damit, dass morgen das alles vergessen ist, weil wir heute gegen Frankreich gewinnen. Werden wir mal schauen, ob das auch wirklich der Fall ist. Vielleicht gibt uns ja eine Fußballprognose auch noch, nachdem er jetzt den Schinkels auch schon als Unterstützer hat, kann ja nicht mehr viel schief gehen. So, jetzt sehen wir wieder das Bild, wo die alle beieinander stehen, weil sie das von der Leyen-Meeting verlassen, Spitzen der EVP, aber kein Nehammer dabei, weil der ja ins Kammerl marschiert, wo er uns das Zoom-Interview geben soll. Die Regie ist, nehme ich an, verzweifelt, weil das Zoom-Fenster noch immer schwarz ist, richtig? Na, schauen wir mal aufs Bild, damit einmal die Zuseher sehen, wie spannend die Zuschaltung von Karl Nehammer derzeit ist, bitte. Schauen wir mal kurz. Das ist es. Atemberaubend. Ja. Aber schön schwarz. Ja. Im Trauer. So, und wo sehen wir die Teilnehmer? Wo sehen wir das Gesamtbild? Das sind die Teilnehmer. Sie sehen eine mega lange Liste an Teilnehmern. Da wollen wir jetzt gar nicht alle wörtlich nennen, weil der eine oder andere ist dann vielleicht desavouiert, wenn er da vorkommt. Also einer nach dem anderen sitzt da jetzt drauf, legt mehr oder weniger das Zoom-Meeting lahm. Wenn wir noch so lange weiter tun und da immer mehr dazukommen, dann wird es das Zoom-Meeting gar nicht geben, weil ihm der Server kracht. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt ist es 17.04 Uhr.
Das heißt, schön langsam, lieber Kanzler, wäre es ganz nett, Sie würden so ans Fußballmatch denken und an den Beginn um 21 Uhr und damit eröffnen. Sonst werden Sie nämlich weder die Frau Gewessler noch das Fußballmatch sehen heute. Gewessler übrigens schon wieder am Rückweg nach Wien. Interessant wäre, ob mit der Bahn oder mit dem Flugzeug. Ja, schauen wir mal. Aber heute ist sie so populär, heute darf sie wahrscheinlich sogar fliegen, aus grüner Sicht. So. Also das haben wir jetzt gesehen, das sind also ganz viele, die auf den Kanzler warten, wir stehen dennoch, auch dabei. Wir haben ja in den letzten Tagen viel berichtet vom Renaturierungsgesetz. Es gab immer diese Warnungen von verschiedenen ÖVP-Politikern, sie soll das nicht tun. Dann ist man vielleicht auch nicht davon ausgegangen, dass sie sich wirklich traut. Dann hat man zuletzt doch nicht gewusst, wird es diese Abstimmung überhaupt geben. Dennoch, ich und wird es eine Mehrheit kriegen? Wird es eine Mehrheit gestern kriegen? War ja die ÖVP der Meinung, das Ganze endet eh in Wohlgefallen, weil die Abstimmung nicht stattfinden genau. wird und sie deshalb keine Rechtsbrecherin wird. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich meine, das Bundeskanzleramt beschäftigt einen Haufen gut bezahlter Berater. Man muss ja mit jedem Szenario rechnen, man muss ja auch damit rechnen, was tue ich, wenn es so kommt, wie es heute gekommen ist, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht auf das vorbereitet ist. Naja, also Strategie war noch nie das Beste, was Karl Nehammer zu bieten hatte. Der hat schon den einen oder anderen Strategieflop in seiner politischen Karriere hingelegt. Also durchaus möglich, dass ihm heute dasselbe droht. Ja. Eine strategische Meisterleistung, da sind wir uns ja einig, war das nicht, würde ich sagen, oder? Was sagst du, Gerald? Nein, es ist keine strategische Meisterleistung, ganz im Gegenteil, es ist in Wahrheit ein Flop. Denn das Europäische Parlament hat das Renaturierungsgesetz beschlossen, nun hat der Europäische Rat es beschlossen, jetzt wird es die nächsten 2 Jahre in den nationalen Parlamenten ratifiziert. Das heißt, du bekommst es nicht mehr aus der Pipeline raus. Es ist damit erledigt in Wahrheit. Weil ob jetzt Österreich das die nächsten 4 Jahre blockiert und nicht in nationales Recht übernimmt oder in 5 Jahren, ist in Wahrheit wurscht, weil es wären qualifiziert wahrscheinlich 15, 20 Mitglieder der Europäischen Union dieses Gesetz übernehmen und es wird in Wahrheit kommen. Es wäre die letzte Möglichkeit gewesen, dieses Gesetz auch in Einklang mit unserer Landwirtschaft zu bringen. Denn wir dürfen nicht vergessen, vor 5 Monaten sind vor dem Gebäude, das wir heute gerade einspielen im Split, nämlich dem Europäischen Ratsgebäude, die Traktoren in Brüssel aufgefahren, die europäischen Bauernaufstände, die waren in Wahrheit die Kritik an diesem Renaturierungsgesetz. Da geht es nämlich auch um das Überleben der europäischen Landwirte und das darf man nicht geringschätzen. Warum, lieber Wolfgang, sagst du strategische Meisterleistung? Der Bauernbund, der Bauernstand in Österreich, die Landwirtschaftskammern, die sind in Wahrheit das Rückgrat der österreichischen Volkspartei. Wie wir jetzt bei Lopatka gesehen haben. Die Wirtschaft ist ihnen längst weggebrochen. Die Wirtschaftskammer hat kaum mehr Einfluss. Der ÖAB ist ihnen weggebrochen in Wahrheit größtenteils. Das heißt, das, was bisher immer gehalten hat bei der ÖVP, waren die Bauern. Und das, was Karl Nehammer heute gemacht hat, indem er keine Reaktion zeigt auf Gewessler, zumindest keine konsequente Reaktion, ist in Wahrheit nichts anderes, als den Bauern den Dolchstoß zu versetzen. Denn am Ende werden die die Krotz schlucken müssen, nämlich dann, wenn sie zum Beispiel 30% oder 40% ihrer Ackerflächen renaturieren müssen. Das heißt, dort, wo jetzt gerade der schöne Weizen wächst, dafür, dass der Wolfgang sein Papperl, sein Abendbrot bekommt und du vielleicht auch und ich auch, dort wird in Zukunft dann eine wunderschöne Au sein, aber es ist überhaupt kein Problem. Die Europäische Volkspartei ist sowieso der Meinung, dass wir in Zukunft Maden fressen sollen. Also genau. Quasi, es gibt ja, das passt ja wunderbar dazu. Es gibt ja Befürchtungen, wir verlieren einen Großteil unserer Autarkie auch in der Lebensmittelerzeugung, genau, die wir eh ja. schon zum Teil das, nicht mehr um das haben. Geht's ja. Um das geht es ja in Wahrheit. Jeder, der sich ein bisschen mit Produktherkunft auseinandersetzt, weiß, dass wenn Österreich die eigenen Güter des landwirtschaftlichen Bereichs selbst verwenden würde, würden wir sehr autark sein sogar. Sind wir aber nicht, weil wir beispielsweise Fleisch nach Italien exportieren etc. etc. Aber das, was hier passiert, ist, dass wir unsere Autarkie verlieren. Und was noch dazu kommt, und das darf man beim Renaturierungsgesetz nicht vergessen, man verbietet in Zukunft den Forstwirten, Wälder zu schlägern. Das heißt, die natürliche Entnahme aus einem Wald, dass du sagst, so, du nimmst Holz, um zu brennen, du nimmst Holz,
Holz, um Möbel zu produzieren etc. Das, was im Übrigen jeder Klimaexperte sagt, die natürlichste Energieform ist am Ende dann das Holz. Ja? Das will man auch noch verbieten. Genau. Das heißt, du hast in Zukunft irgendwelche, du machst aus Österreich einen wunderschönen großen Naturpark. Was ja romantisch ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, es leben 9 Millionen Leute da. Die Grünen schenken uns hier ein wunderbares Vermächtnis dieser türkis-grünen Koalition. Also das hat uns wirklich alles noch gerade gefehlt. Was mir ja so, bei den Grünen ein Ich darf einmal kurz was einfließen lassen, weil du im Studio bist. Kann es ja nicht anders sein. Also der Kanzler unsere könnte anfangen, nie weg. Unsere Klickzahlen gehen durchs Dach. Ja? Ja. Wenn das so weitergeht, kracht uns bald der Server. Die Frage ist es wegen dir oder ist es wegen Karl Nehammer? Ich würde mal sagen, es ist wegen Karl Nehammer, aber vielleicht ist der Gerhard Groß auch beteiligt. Alle Österreicher sind jetzt hier drauf bei uns und wollen jetzt wissen, was los ist. Und jetzt haben wir gerade ein Facebook-Video von Werner Kogler bekommen und das spielen wir kurz ein, um die Pause zu Karl Nehammer zu überbrücken. Denn während Nehammer schweigt, spricht, welch Wunder, unser Vizekanzler. Karl Nehammer, schauen wir uns das kurz an. Wir unterbrechen sofort, wenn der Kanzler da ist. Bitte sehr. Das Gesetz ist beschlossen. Es ist wohl das aktuell wichtigste weltweit geltende Naturschutzgesetz. Naturschutz, Umweltschutz und Klimaschutz haben ein historisches Ja erfahren. Und ihr wisst ja, Zukunft wird aus Mut gemacht, aber in dem Fall vielmehr noch aus Zielstrebigkeit, aus Entschlossenheit und aus Zuversicht. Und warum ist das so wichtig? Ja, weil unsere Natur immer weniger Platz zum Leben hat. Die Tiere, die Pflanzen, sie brauchen wieder mehr Raum. Es geht um die fruchtbaren Felder, um die blühenden Wiesen, um grüne Wälder, um plätschernde Bäche, um klare Flüsse und ja, auch wieder um lebendige Moore, weil das alles ganz wichtig ist für den Bodenschutz und für den Klimaschutz. Apropos Bodenschutz. Wir haben es erlebt, in Zeiten der Klimakrise sind die Extremwetterereignisse immer heftiger und häufiger. So auch in meiner Heimat, in Graz und auch in Hartberg und Fürstenfeld. Dramatische Hochwasserereignisse. Und Bodenschutz und Naturschutz ist eben auch Hochwasserschutz. Das müssen wir mal verstehen. Und damit ist Naturschutz, Klimaschutz, Umweltschutz auch Menschenschutz. Das ist die Wahrheit. Und ihr wisst ja, ich wiederhole es gerne, wir können auf die Dauer nur mit der Natur und nicht gegen die Natur wirtschaften und leben. Großer, großer Dank an Leonore Gewessler und das grüne Team. Und jetzt was ganz Entscheidendes. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. All diese Schritte sind wohl überlegt und wohl gemerkt durch Rechtsgutachten untermauert, weil das jetzt erwartungsgemäß die große Debatte geworden ist. Aber im entscheidenden Moment müssen Entscheidungen getroffen werden. Und in dem Fall, und da muss man da sein und nicht davonlaufen. Und in dem Fall haben wir zugunsten der Zukunft ganzer Generationen in Europa entschieden. Ja, wir, die Republik Österreich, wir haben den Ausschlag gegeben, dass dieses Gesetz jetzt gilt. Und wegen der Rechtsgutachten, die wir eingeholt haben, sehen wir diesen Rechtsstreitigkeiten und diesen angekündigten rechtlichen Schritten sehr, sehr gelassen entgegen, ganz ehrlich. Und apropos ehrlich, ich bin der völligen Überzeugung, dass wir in Ruhe und mit Kraft in der Regierung weiterarbeiten sollen. Es gibt genug zu tun für den Tierschutz, für das Absichern und Ausbauen der Arbeitsplätze durch die Modernisierung der österreichischen Industrie oder auch durch das Umsetzen und Fertigmachen der großen Wohnbaupakete. Von dem allen haben die Menschen in Österreich was. Also in Ruhe und mit Kraft weiterregieren, aus Verantwortung für die Menschen in Österreich. Ja, also die zwei wären keine Freunde mehr. Jetzt hat der Kogler also den Nehammer nachgestochen mit dem Statement. Selber schuld, muss man zum Kanzler sagen, weil wenn er nicht anfängt um 16.30 Uhr oder um 17 Uhr, aber dass Werner Kogler da noch hineinfährt mit einem Facebook-Statement und jetzt das, was der Kanzler sagen wollte, dem abschießt, das ist ja wohl der Höhepunkt. Also das ist jetzt schon die komplette Demütigung von Karl Nehammer, wenn ihm selbst der Kogler über ein Facebook-Posting
während alle auf den Kanzler warten, die Leviten liest und die Show absticht. Also, Werner Kogler übernimmt die Show. Wir warten aufs Bild. Das ist aber nicht der Karl Nehammer, oder? Schaut ihm nicht ähnlich. Na, ja, genau. Also irgendwie geht da nichts weiter. Wir haben gerade eine Mail bekommen, man sollte dem Kanzler eine Uhr schenken. Ja, gute Idee von einem Ö24-TV-Zuseher. Noch einmal, unsere Quoten steigen immer mehr und immer mehr. Irgendwann wird es jetzt einen Kracher machen und der Server ist aus. Ja, vielleicht auch beim Karl Nehammer kracht. Schauen wir, wo es vorher kracht, bei uns oder bei ihm. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass Sie schon wieder so zahlreich dabei sind, jetzt bei diesem spannenden Moment, von dem wir ja alle geglaubt haben, dass jetzt die Koalition aufgelöst wird. Der Werner Kogler hat dem Kanzler bereits die Tonalität vorgegeben. Es wird weiter regiert, hat er uns gerade gesagt in seinem Facebook-Posting. Es ist schon eine Schmach in Wahrheit, dass ausgerechnet der Werner Kogler nun die beste Sendezeit bekommt, wo halb Österreich darauf wartet, was der Kanzler sagt, der aber offenbar weder lesen noch schreiben noch seiner eigenen Mickey-Maus-Uhr fähig ist, dass er weiß, wann er um 17 Uhr, eigentlich wollte er um 16.30 Uhr anfangen, und nun dem Werner Kogler in Wahrheit die staatstragende Rede zur Rettung des Umweltschutzes in Österreich überlassen hat und dann noch die Direktive vom kleineren Koalitionspartner kommt: Charlie, du weißt eh, wir werden jetzt weiter regieren. Also das ist schon das Höchstmaß an Vorführung blamabel. Mich erinnert es so das Bild dieses Bären, der am Nasenring durch die Arena gezogen wird und der Zirkus applaudiert. Ja. Und genau so kommt mir das jetzt vor. Ob das bei der ÖVP, bei den stolzen Landeshauptleuten gut ankommt, also das war jetzt ich schon die Höchststrafe. Das ist jetzt schon ein erstes Bild. Ja, das ist aber auch nicht der Nehammer. Hat er keinerlei Ähnlichkeit mit Karl Nehammer. Na? Oder schickt er uns jemand anderen für Statement? Ja, wenn du denkst, ja. und für dieses Social-Media-Team des Kanzlers müssen wir ein paar hunderttausend Euro im Monat zahlen. Also es ist schon sensationell, was die österreichische Volkspartei... So, also jetzt nicht, ist eingestellt ist, kann man sagen, wir warten auf den Kanzler, der sich auf diesen Schleuderstuhl setzen darf jetzt dann und dann zu uns sprechen darf. Also das Bild ist da, jetzt fehlt nur noch der Kanzler. Also der hat heute wirklich einen Horror. Tag. Gut, man muss sich vorstellen, er hat viele Termine. Ja. Er will nach Düsseldorf fliegen. Ja, er muss abstimmen. Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dieser zwei Klagen? So. Wartet also jetzt warten wir ab. Jetzt sollte er wirklich schon langsam kommen. Es ist 17.16 Uhr. Vor allem, es ist sehr professionell. Der Kanzler heute bis auf die Knochen blamiert. Bis auf die Knochen gedemütigt, muss man ehrlich sagen. Zuerst also diese Pleite mit Gewessler, die gegen seinen Willen dem Renaturierungsgesetz zustimmt und genau dieses 1% beisteuert, mit dem dieses Renaturierungsgesetz durchgeht, also eine doppelte Pleite. Dann die Aussage von allen Verfassungsjuristen, dass der Kanzler sich brausen kann mit seinen Rechtsgutachten, dass ihm das nichts nutzen wird. Auch die Aussage der EU-Kommission, die sagt also, forget it, wir glauben der Ministerin mehr als dem Kanzler, auf Wiedersehen. Und jetzt sehen wir da eine Social-Media-Show dieses begnadeten Social-Media-Teams von Karl Nehammer. Und das hat ausgerechnet Werner Kogler. Wir wissen ja, das Mediengenie dieser Bundesregierung dazu genutzt, mit einem Facebook-Posting hineinzubrechen in die beste Sendezeit, wie du gesagt hast. Während alle auf Nehammer warten, schickt uns Kogler sein Posting, sein Facebook-Posting und sagt bereits alles, was gesagt werden muss. A, die Grünen haben die Natur gerettet. B, ohne die österreichischen Grünen wäre die Natur vor die Hunde gegangen. Nur die österreichischen Grünen haben diese Natur gerettet, sonst niemand. C, die Regierung macht weiter, und zwar bester Laune und gute Freunde, wie sie halt nun schon die österreichische Volkspartei war eigentlich einst einmal bekannt dafür, für die sogenannte Message-Kontrolle unter Sebastian Kurz. Ja, Katastrophe. Allein diese technische Inszenierung, die wir jetzt seit 47 Minuten und 51 Sekunden über uns ertragen müssen, das wäre Sebastian Kurz nicht passiert. Na, unfassbar. Also das ist ja wirklich eine super Blamage, bitte für mich. Das ist ein Desaster, wenn der Wolfgang Rosam jetzt zuschaut. Ja, aber da sieht man, was die neuen Berater leisten. Glaube ich, dem Selbstmord nahe, wenn er sich das anschaut. Wobei, also das ist eine Katastrophe. Schlechter kannst du das ja wirklich nicht machen. Zuerst stümperst du da einen Tag lang herum mit Strafanzeigen und Verfassungsanzeigen und EUGH-Anzeigen.
dann muss den Schwarf einziehen, wie es im Steirischen so schön heißt, weil die Gewessler dem Kanzler auf der Nase herumtanzt. Dann sagt er ein Statement für 17 Uhr an, dann verlegt er das Statement auf 16.30 Uhr. Jetzt sind alle Fernsehstationen schon seit fast einer Stunde drauf und haben ein schwarzes Bild von diesem Kanzler, das die Lage im Bundeskanzleramt vielleicht am besten darstellt. Der Letzte dreht das Licht ab, hat es einmal geheißen. Und offenbar hat da schon einer das Licht abgedreht, habe ich den Eindruck, oder Gerhard? Es schaut zumindest einmal sehr dunkel aus. Wenn das Gesamtbild der österreichischen Volkspartei ist, dann würde ich sagen, gute Nacht. Ja. Dann erzählen wir uns die Gute-Nacht-Geschichte von Betsy und dem Kasperl. Ja. Und damit hat sich die Geschichte. Was ich aber zum Renaturierungsgesetz noch sagen möchte, was mich ja bei den Grünen so wundert, ist, dass sie einerseits, was Ökologie betrifft, sehr wohl für Renaturierung sind, aber beispielsweise, wenn es um den Erhalt unserer Heimat und unserer Identität geht, nicht Renaturierung wollen. Denn was wir in Österreich bräuchten, wäre eine migrationspolitische Renaturierung. Das nennt sich Abschieben in Wahrheit. Mit den Bienen. Ja, aber es ist, warum gilt Artenschutz immer nur bei den Tieren? Warum gilt Artenschutz nicht für Menschen? Das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen. Na, wir retten heute alle Menschen, auch die Syrer, die Afghanen. Ja, ja, und so weiter. Ja, ja. Die Frage ist nur, ob sie uns retten am Ende. Ja. Ja. So, aber Gerald, wir sind uns schon einer Meinung, das, was wir hier sehen, ist eine Kommunikationskatastrophe, oder? Ja, das haben wir schon lange nicht erlebt, so ein Desaster. Selten. Ja. Vor allem, wenn ich höre, dass vielleicht der ORF auch noch draufgeschaltet hat oder etc. Ich weiß nicht, ob der Arschwarz-Bild-Herzeit. Und der muss seit 20 Minuten seine Zuseher bespaßen, während dem Nachmittagsturnen von Armin Assinger oder was. Also dann wird das halt schon sehr schwierig, würde ich sagen. Ja? Also das ist kommunikationspolitisch eine Katastrophe. Also ich würde jetzt gerne wissen, was Wolfgang Rosam zu dieser Kommunikationskatastrophe. Ich glaube, dass der testet für den Falstaff gerade lokal, da sollte man um die Zeit nicht stören. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der sitzt jetzt vor dem Fernseher und beginnt zu weinen, wenn er sich das anschaut. Also wie man mit so einer Kommunikationsstrategie eine Wahl gewinnen will, ist mir nicht wirklich klar. Also da muss jetzt dringend einiges verbessert werden. Aber auch beim Kanzler selbst, weil das geht halt einfach nicht, ein Statement zuerst für 17 Uhr anzusetzen, dann für 16.30 Uhr anzusetzen, dann um 16.30 Uhr zu sagen, wir haben es uns anders überlegt, oder um 16.35 Uhr zu sagen, wir haben es uns anders überlegt, es kommt jetzt um 17 Uhr und jetzt haben wir 17.20 Uhr und vom Kanzler ist noch immer nichts zu sehen. Wenn er jetzt wirklich noch lange wartet, kann er sich das Fußballmatch in die Haare schmieren. Vielleicht will er vor allem die Frage ist, ob nicht das Fußballspiel vorher anfängt, bevor er sich zu Wort meldet. Das kann so weitergehen. Also das ist eine Katastrophe. Inzwischen haben wir aber das Ergebnis von Rumänien gegen die Ukraine. Was ist spannend? Und die Dracula Boys, wie sie hier genannt werden, haben 3:0 gewonnen. Oh, die Rumänen haben 3:0 gewonnen. Gut, die armen Ukrainer, ich leide mit denen, ich weine mit ihnen. Die kriegen genug Milliarden von uns, da brauchst du nicht leiden. Aber die kriegen so viel Schmerzen. Aber sie hätten gerne ein paar Tore auch bekommen und jetzt haben sie 13:0 gegen die Rumänen verloren. Ist ja wirklich peinlich. Also dieser Tag taumelt von einem negativen Höhepunkt in den anderen. Aber vom Charlie Schmäh haben wir jetzt nichts zu sehen. Wenigstens ein Schmäh war jetzt ganz gut. Ein Schmähhammer, wenn schon kein Nähhammer. Was wird denn auf Twitter aber gerade dazu gesagt? Ja, ich schaue jetzt auch nach, ob wir da möglicherweise mit einem falschen Kanal in die Irre geleitet werden. Nein, sind wir nicht. Das sind noch alle anderen Fernsehstationen erfolgt. Aber es ist. Wir sind nur die Einzigen, die das Schwarzbild zeigen. Aber ich glaube, das muss man jetzt wirklich tun, damit die Zuschauer wirklich wissen, wie wir da am Schmähhammer gehalten werden. Weil das muss man schon sagen, also alles, was recht ist. Aber ich meine, sowohl wir als die Österreicher haben ja Wichtigeres zu tun, als jetzt schon geschlagene 22 oder wenn man 16.30 Uhr nimmt, 52 Minuten auf ein Nehammer-Statement zu warten. Das ist ja wirklich ein Scherz. Da wären wir jetzt alle miteinander ein bisschen grantig, glaube ich, die da zugeschaltet sind, weil das gehört sich einfach nicht. Aber und da kann man noch schreibt zum Beispiel, wenn Nehammer jetzt Gewessler nicht abberuft, beziehungsweise diese traurige Regierung auflöst, kann sich die ÖVP eine Kandidatur im Herbst sparen. Also, wenn ich mir so die Twitter... Das Echo ist jetzt eine einzige Katastrophe. Auf X die Nachrichten anschaue, ist das relativ eindeutig. Im Übrigen auch journalistische Beobachter, die das sehr ähnlich sehen.
beispielsweise Thomas Mayer vom Standard. Die entscheidende Frage ist jetzt, spricht der Kanzler Nehammer seiner Klimaministerin Gewessler das Misstrauen aus oder nicht? Wenn ja, muss er wohl den Bundespräsidenten bitten, sie aus dem Amt zu entlassen. Das heißt, selbst türkisfreundliche Journalisten, im Übrigen der Herr Mayer ja durchaus war, zumindest unter Kurz, sind mittlerweile der Meinung, eigentlich sollte Nehammer mit Gewessler an der Hand zu Van der Bellen gehen und diese Klimaministerin entlassen. Wenn er aber nicht einmal ein Interview... Naja, das Problem ist, wenn er nicht einmal ein Interview fehlerfrei geben kann, wie soll er zum Bundespräsidenten gehen? Ja, ich verstehe nicht, was da los ist. Musste jetzt alle Landeshauptleute abtelefonieren? Es könnte natürlich sein, dass sich die Erlaubnis holen für das. Es könnte natürlich sein, dass im Hintergrund wütende Bündechefs der ÖVP und Landeshauptleute den Kanzler dazu zwingen. Drehen Sie sein Statement noch einmal um. Möglicherweise. Könnte sein. Ja, könnte das könnte wirklich sein, ja. Weil sonst gibt es ja keinen Grund, bitte, warum wir da jetzt seit 23 Minuten warten müssen oder vielleicht sogar seit 53 Minuten warten, warum der jetzt sein Fußballmatch versäumt und was der Geier ihm jetzt noch alles an Unheil droht. Ja, das ist jetzt ja nicht mehr normal. Also warum bitte meldet er sich nicht? 25 Minuten hat er jetzt überzogen. Ja, wir haben einen Tweet vom Heimo Leposchitz, höre ich, und zwar... Unfassbar dilettantisch, wie Nehammer via nicht kommendem Zoom-Meeting alle warten lässt. Sogar von Werner Kogler mit Videobotschaft kommunikativ ausgekontert. Ein Desaster. Schau, was ich vorher vergessen habe, Wolfgang, das stimmt schon, ist ein kommunikatives Desaster, was Leposchitz macht. Wir haben vorher darüber diskutiert, er hätte die Regierung in die Luft fliegen lassen. Wenn ich ÖVP-Parteiobmann bin, lasse ich lieber die Regierung für 3 Monate in die Luft fallen, aber ich falle den Bauern nicht in den Rücken. Genau. Wenn du am Ende nur mehr die Bauern hast, die für dich rennen im Herbst bei der Nationalratswahl, das war bei der EU-Wahl nicht die Wiener Bobos, so. Wir wissen nämlich ganz bei der genau, EU-Wahl, bei der EU-Wahl wir haben die Bauern den Lobatka gerettet. Einige Bauern in der Oststeiermark, aber in der Südweststeiermark sind die Bauern bereits mit fliehenden Fahnen zur FPÖ gegangen. Daher war ja beispielsweise in der Steiermark die FPÖ auf Platz 1, aber auch in Oberösterreich intensive landwirtschaftliche Bundesländer. So, wenn die ÖVP verratet in Wahrheit nur um einen Koalitionsfrieden 3 Monate vor einer Nationalratswahl quasi in irgendeiner Form zu wahren, dann wird das als Verrat gesehen. Also noch einmal, es rennt ja nicht der Herr Nehammer, es rennt auch nicht die Frau Schmähammer, um die auch freundliche Grüße auszurichten, sondern es rennen am Ende einfache ÖVP-funktionäre Mitglieder. Wenn aber die eigene Partei in Wahrheit den Bauernstand in dem Land hinrichtet regelrecht, ja wie kannst du dir dann erwarten, dass der Bauernbund für diesen Kanzlerkandidaten noch läuft? Ja. Und ich sag dir was, auch in Oberösterreich, in Niederösterreich, bei Hanni Mikl-Leitner hast du einen starken Bauernbund. Frage nicht, was da der Herr Schmuckenschlager, der dortige Bauernbund-Funktionär, in diesen Minuten gerade macht. Also damit stellt sich die Frage, lebt Karl Nehammer überhaupt noch, wenn wir dieses schwarze Trauerbild sehen? Oder hat ihn der Bauernbund schon erdolcht, könnte man sagen? Oder aber, was du vermutest, Gerald, versuchen da einige derzeit im Hintergrund, während wir alle warten und auf das schwarze Bild schauen, das fix und fertige Nehammer-Statement, in dem gesagt wurde, wir arbeiten weiter. Schau, und das Kugel hat sich auch schon verkündet. Entweder erleben wir jetzt die absolute innenpolitische Bombe, also die spannendsten Momente seit das Jahren in der Innenpolitik sein, es gibt ja mit dem schwarzen Grund, warum der nicht oder sie sind einfach steppert, einen Zoom-Call zu bedienen. Also, aber dazwischen ist halt nicht mehr viel. Weißt du? Also, so. Ich glaube, ich glaube am Zoom-Call liegt es nicht. Das können sogar schon Volksschulkinder. Ja, also ich glaube, am Zoom-Call liegt es nicht. Ich meine, es könnte jetzt wirklich der Fall sein, also wenn uns der jetzt nicht alle am Schmäh gehalten hat und dann erst recht sein vorgefasstes Statement mit mittlerweile fast 1 Stunde Verspätung vorliest, könnte es sein, dass die jetzt hinter den Kulissen zu einem Zeitpunkt, als der sein Statement schon bekannt geben wollte, das Statement umgedreht haben. Kann das könnte sein. Jetzt sein. Weil, also eine logische Erklärung gibt es ja das nicht mehr. Das muss man einem erklären, warum wir jetzt so lange warten müssen. Ja? Vielleicht kann man mal unten bei uns im Newsroom nachfragen, liebe Regie, was da los ist und was unser Newsroom, der ja immer am besten informiert ist, dazu sagt. Ja? Schauen wir mal bitte. Ja? Wäre spannend zu wissen. Also irgendwas stimmt da nicht, muss ich da ehrlich sagen, weil sowas habe ich in einer sehr langen Zeit als Journalist noch nicht erlebt. 1 Stunde lang Schwarzbild
von Karl Nehammer, er kommt nicht und er kommt nicht und er kommt nicht. In der Zwischenzeit sticht ihn Werner Kogler ab, was ist der Höhepunkt Ich würde zum Beispiel Herbert Kickl empfehlen, jetzt auch noch ein Facebook-Video zu machen, weil da hat der Kickl die beste Sendezeit. Vielleicht sogar das der Babler, vom Computer. Der Babler, ja, alle in Wahrheit. Wir warten jetzt auf alle eintreffenden Facebook-Videos. Ja, Werner Kogler gerne. Hat die Chance. Wir spielen sie alle. Meindl Reisinger zum Beispiel wäre potenzielle Kandidatin, uns jetzt ein Facebook-Video zu schicken. Also das ist ja wirklich ein Scherz, das muss ich schon sagen. Und ich glaube, es ist auch absolut richtig, dass wir als einziger Sender dieses Bild zeigen. Ja, weil es ist einmal gut so, dass man österreichische Innenpolitik darstellt, bildlich. Definitiv besser, als wenn nur wir, so wie in den anderen Fernsehsendern, jetzt quatschen würden. Ich glaube, dieses Bild müssen wir sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe ja gesagt, im Kanzleramt dreht der Letzte das Licht ab und das ist offenbar schon passiert. Andere würden auch sagen, das ist das große schwarze Loch der österreichischen Volkspartei. Könnte man auch sagen. Irgendwas ist da los. Also jetzt rätseln alle, was ist mit unserem Kanzler los? Ja? Hat er einen Kreislaufkollaps bekommen? Das hoffen wir nicht. Der ist üblicherweise bestens beieinander, fit wie ein Turnschuh und hat ja eine unglaubliche Konstitution. Also an dem kann es nicht liegen. Überlegt er sich das Statement neu und schreibt es neu, während wir warten. Das kann aber auch sein. Das könnte man auch schneller machen als wie in einer Stunde. Oder aber wird jetzt hinter den Kulissen, wir haben das ja schon erlebt seinerzeit, als die Regierung Schwarz-Blau gescheitert ist, als er hinter den Kulissen, als wir auch alle auf das Interview gewartet haben, die Hanni Mikl-Leitner und der Sobotka den Kickl abmontiert haben. Also das könnte natürlich auch sein. Es könnte sein, dass Nehammer jetzt so unter Druck ist von den Landeshauptleuten und vom Bauernbund, ich meine, der Vorsitzende der jungen Generation Wien, Herr Ackerl, sicherlich nicht dein Freund, nehme ich einmal an, meiner schon gar nicht, postet, was der Fellner auf UE24 abzieht, während alle auf den Nehammer warten, ist leider extrem lustig. Also zumindest den humoristischen Teil des österreichischen Publikums bilden wir. Das hättest du auch nicht gedacht, dass einmal die deutliche Linke dich und mich als lustig bezeichnet. So, sie sprechen aber ja nur von dir. Aber wir sehen unsere Zahlen explodieren. Das heißt, sie sind begeistert, sie schauen zu. Offenbar ist diese Show ja besser. Das kann aber vielleicht auch sein, kann. Überleg mir das ja, vielleicht schreibt Frankie Schinkels gerade die Rede für Karl Nehammer. Ist auch eine Möglichkeit. Ja. Dann könnte es auch bis 20 Uhr noch jetzt dauern. Haben wir gerade gehört, unsere Streamzahlen haben mittlerweile die Sensationszahlen der Europawahl überschritten. Das heißt, ganz Österreich ist jetzt vor dem Fernseher und schaut sich diese herrliche Show an. Wir kommentieren ein schwarzes Bild. Es kann aber auch sein, dass der Wolfgang Rosam eine Brieftaube nach Brüssel geschickt hat mit dem Redekonzept. Es ist alles möglich mittlerweile bei der ÖVP. Ja, also mittlerweile verstehe ich auch, die Österreicher haben immer ein wahnsinnig gutes Gespür für solche Situationen. Ich liebe ja unsere Zuseher wirklich von ganzem Herzen. Und mittlerweile, glaube ich, sind so viel dran, weil die sagen, irgendwas kommt jetzt. Das kann ja nicht sein, dass der uns jetzt über eine Stunde, jetzt ist es genau eine Stunde, 17.30 Uhr, seit einer Stunde warten wir jetzt auf das Nehammer-Statement. Wir waren ja pünktlich um 16.30 Uhr da, haben dann gewartet, dass er abschaltet. Um 16.38 Uhr wurde uns mitgeteilt, es wird 17 Uhr. Finde ich schon mal sehr professionell. So, und jetzt ist 17 Uhr vorbei, 31 Minuten bereits vergangen und weit und breit nichts zu sehen vom Kanzler. Das Fußballspiel kann er sich jetzt, glaube ich, in die Haare schmieren, weil vor 19 Uhr wird er sicher nicht am Flughafen sein. Und wie er es dann bis 21 Uhr ins Stadion schaffen würde, schauen wir an. Das wird sich, glaube ich, nicht ganz ausgehen. Also das Match wird ohne Nehammer über die Bühne gehen. Was aber vielleicht für uns eine große Erfolgschance bietet für die Österreicher. Du meinst, dann gewinnen wir. Kennst du diese Geschichte auf einem Schiff, den sogenannten Klabautermann, oder? Ja. Also da geht Schiff unter meistens. So, wenn du keinen Klabautermann im Stadion haben willst, dann sollte auch Nehammer vielleicht nicht ins Stadion gehen. Dann haben wir eine Chance. Ausgehen. So, die Frage ist, wie überbrücken wir die nächste halbe Stunde, Gerald? Kartenspiel zum Beispiel. Es könnte sein, dass uns der jetzt bis 18 Uhr, vielleicht bis 18.30 Uhr vielleicht warten lässt. Das Statement anschauen von Leonora Gewessler nach dem Rat. Nicht noch einmal. Naja, um so richtig die Stimmung da schaue ich mir lieber noch einmal das Kugler-Statement an, weil das war ja enorm professionell. Der hat ja dem Nehammer bereits die ganze Rede abgeschossen. Allerdings, wenn der Nehammer jetzt sein Statement umschreibt und nicht mehr auf Weiterarbeiten geht, dann sitzt der Kugler in der Tinte.
Könnte sein. Würde ich sagen. Also ich würde jetzt in jede Richtung gehen, bei aller blöde Leid, mit der man sich die Zeit vertreibt. Ja, du bist also, ja auch Profi. Also aber eine Stunde nach Ankündigung eines Statements noch immer nicht 5 Minuten der Worte zu finden, das ist jetzt kein technisches Problem. Ich gehe auch nicht davon aus, dass er bei Frau von der Leyen noch ist und weiß ich nicht, Kostprobe von Jean-Claude Junckers Whisky-Kabinett nimmt, sondern ich nehme an, dass er seinen Job ernst nimmt, vielleicht. Also das deutet jetzt wirklich darauf hin, dass offenbar im Hintergrund ein ziemliches Gerangel bei der ÖVP stattfindet, was Karl Nehammer sagt. Dass also quasi die Methode laissez-faire nach dem Motto, lassen wir die Gehwesler, zeigen wir sie an und das geht dann vor Salzamt, dann vielleicht doch die Landeshauptleute durchschaut haben, dass das ein Ablenkungsmanöver ist und jetzt die Landeshauptleute oder die Bündeschefs wirklich darauf drängen, aufs Volle zu gehen. Mich erinnert das, ich habe ein bisschen ein Déjà-vu. Es war ja in Wahrheit Hanne-Mikl-Leitner, die darauf gedrungen hat, an diesem Samstag nach Ibiza, dass Kurz Kickl entfernt. Genau. Kurz wollte es in Wahrheit gar nicht. Kurz wollte es. Und das war dieselbe Geschichte. Da war das Statement von Kurz angekündigt und dann war die Koalition plötzlich beendet. Und alle sind wir davon ausgegangen, dass Kurz Hofer als Vizekanzler akzeptieren wird und die Regierung nach Ibiza ihre Fortsetzung findet. Also es ist jetzt eine sehr spannende Situation. Könnte man sagen. Ja. Hanne-Mikl-Leitner crasht da vielleicht gerade unsere Sendung und betoniert den Karl Nehammer via Telefon gerade ein und der muss jetzt möglicherweise sein Statement umschreiben. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil alles andere wäre ein unglaublicher Skandal. Wenn der jetzt sein vorgefertigtes Statement vorliest, dann muss man sich ja fragen, was ist mit dem bitte für was? Warum hat das jetzt eine Stunde gedauert? Ja? Oder über eine Stunde? Jetzt sind wir schon bei einer Stunde und 4 Minuten. Also es ist 17:34. Das heißt, letzt stand Wolfgang und Gerald, ihr vermutet, da ist jetzt doch was Größeres im Busch. Ich kann es mir anders nicht erklären. Das Licht im Kanzleramt ist offenbar abgedreht, wie wir sehen. Also da ist finster. Ja? Der Letzte dreht das Licht ab, wie es so schön heißt. Das ist ein Symbol fast, dieser schwarze Schirm. Ich finde großartig, dass wir den herzeigen, weil damit sehen alle Zuschauer, was hier eigentlich los ist, wie hier sozusagen Österreichs Medien veräppelt oder verwartet werden. Anderes Wort will ich bewusst nicht verwenden. Wir warten alle. Es warten alle Fernsehstationen dieses Landes, wir mit dem Schwarzbild. Das wird allerdings schon langsam auch Fahrt. Nein, ich finde das gut. Man soll das als Symbol für den Zustand der österreichischen Regierung schon lassen. Ich glaube, dieses Schwarzbild, ja, tonlos, schwarz, das kann man gar nicht lange genug herzeigen, damit sich die Menschen ungefähr ein Bild von dem machen, wie der Zustand unserer Republik ist. Also ich finde das künstlerisch sehr gelungen, diese ganze Geschichte. Ja, gut. Wir warten. Jetzt kriegen wir neue Direktiven aus dem Newsroom. Wir warten. Schauen wir, ob vielleicht der Chefredakteur des Newsrooms, der Niki Fellner, zu uns raufkommen kann. Und ob der irgendeine Ahnung hat, was da los ist, bitte, liebe Regie. Schauen wir mal, wir hätten ganz gerne eine Erklärung, was hier eigentlich abläuft. Das wäre nett, wenn uns jemand eine Erklärung liefern könnte. Wir nehmen jeden, der uns das erklären kann. Derzeit rätseln wir, gell? Richtig, Gerald? Wir rätseln. Ich rätsle selbst und schaue die ganze Zeit auf X, ob es hier irgendeine Erklärung aus dem Umfeld der österreichischen Volkspartei gibt. Es gibt ja da besonders begnadete Influencer mit sehr geringer Reichweite, aber zumindest scheinen die informiert sein. Aber ich bekomme ein gewisser Sebastian beischreibt, wartet Nehammer jetzt so lange, bis der ORF weiß-blaue Geschichten bringt oder was? Fragezeichen. Also, Douglas Hoyers von den Neo schreibt, ewig verspätete Pressekonferenz. Jetzt haben wir ein Bild. Zeigt jetzt war eine Sekunde meist eines, man hat die Situation nicht mehr im Griff. Wir haben durchaus spannend. Eine Sekunde ein Bild. Ja. Und zwar nicht mehr aus diesem wunderschönen Privatbüro, sondern mit drei Fahnen sogar. Das könnte aber auch erklären, warum es so lange gedauert hat. Man hat. Weil die drei Fahnen aufbauen mussten. Genau, und einen anderen Standort gesucht haben. Dass die dafür jetzt 37 Minuten gebraucht Vielleicht haben. Vielleicht war das doch nicht gemäß dem Zweck. Also war das alles dafür war, dass sie jetzt einen anderen Standort gesucht haben und nicht aus dem Büro kommuniziert. Also aus dem Schwarzbild von OE24
24 wird auf Ex mittlerweile eine Mem, wie man so schön sagt. Ja. Unterdessen in Österreich schwarzes Bild, also es wird schon fleißig, geht auch auf Ex durch die Decke. Zumindest die Berichterstattung hier. Aus dem Regieraum gehört, die Quoten steigen immer mehr. Das nimmt kein Ende. Wir kommen mittlerweile auf Rekordwerte, wie wir sie noch nie hatten. Und das mit einem schwarzen Bild, bitte. Das musst du mal schaffen. Das geht in mein Leben ein, bitte. So, jetzt haben wir den Niki bei uns heroben. Und das interessiert mich jetzt besonders, weil der Niki am ehesten derjenige ist, der das beurteilen kann. Niki, was ist da los? Wir haben sowas noch nicht erlebt. Ja, es ist extrem merkwürdig. Ich habe jetzt gerade versucht, sämtliche Mitarbeiter des Karl Nehammer zu erreichen, aber jetzt kommt er. Jetzt ist er da, der Niki erscheint und der Kanzler erscheint auch. Ist abgesprochen. Man muss nur den richtigen holen. Wir schalten hin. Karl Nehammer ist am Wort um 17.38 Uhr.